Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Licht ist auch bei uns geworden, denn es ist Ostern. Jesus Christus ist auferstanden. Um Ostererlebnis soll es heute gehen, darum, was Ostern für uns bedeutet. Diese Videoandacht kommt aus dem Kooperationsraum Evangelische Kirche im Wuratal. Und wir feiern sie im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So schreibt es Matthäus im 28. Kapitel. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu
und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass er Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Es ist frühmorgens, eine Uhrzeit, wo eigentlich nur die Arbeiter, die Frühschicht haben, unterwegs sind. Und an diesem Morgen eben zwei Frauen. Sie laufen in der Dunkelheit, aber bald sollte es zu Morgendämmerung kommen. Ihr Ziel scheint klar zu sein. Ihr Schritt jedoch eher zögerlich. Ihr Ziel, eine Höhle, die zum Grab genutzt wird. Und vor der Höhle ein riesiger Stein, der Zugang und Aufgang versperrt. In der Höhle wollen sie nach ihrem Freund, nach ihrem Rabbi, der 3 Tage zuvor auf die übelste Weise verstorben ist, sehen. Aber als sie ankommen, ist es alles anders, als sie sich je vorstellen hätten können. Keine Wächter, der Stein wurde weggerollt und das Grab ist leer. Oder fast leer. Eine Stimme ruft: Er ist nicht da. Er ist auferstanden. Perplex laufen die zwei Frauen wieder zurück. Sie sollen die Nachricht an die Jünger weitergeben. Da sind sie zwischen Furcht und großer Freude unterwegs. Sie sind zwiegespalten. Es ist alles so unrealistisch. An so etwas hätten sie wahrscheinlich nie gedacht, auch nicht mal im Traum. An Ostern geht es mir genauso wie den zwei Frauen. Ostern ist für mich diese Mischung von Gefühlen, von Furcht, die diesem Tag vorausgegangen ist, und von Freude. Dieser unglaublichen Nachricht. Er ist nicht da, er ist auferstanden. Die Frauen und vermutlich viele von uns suchen nach dem Gekreuzigten am Grab.
Ich suche nach dem Gekreuzigten, was nach meiner Logik die einzige Möglichkeit, die es gibt, die überhaupt funktionieren kann. Doch belehrt mich der Engel, dass es anders ist. Er ist nicht da. Er ist auferstanden. Und genau diese Situation ist für mich die beste Beschreibung der Wirkung Gottes in uns und in unserer Welt. Er ist nicht da. Er ist auferstanden. Gott ist nicht da, wo ich ihn erwarten würde. Oder zumindest ist er nicht da, wie ich ihn erwarten würde. Er kommt nicht als Leiche zu mir, als ein Gegenstand, der zu einem Museum oder auf einen Friedhof gehören würde, sondern kommt er als Lebendige, als sanftes Rauschen in meinem Leben. Und dieses Rauschen animiert mich. Und oft stoße ich auf ihn, wenn ich die Begegnung nicht erwartet hätte. Sowohl an einem kranken Bett, als in einem Gespräch mit einem Prominent. Im Gefängnis genauso wie in einer Kirche. Bei der Begegnung mit einem Atheist, genauso wie im Gespräch mit einem guten Christen. In Galiläa, sowie am fast leeren Grab. Er ist nicht da. Er ist auferstanden. Für uns. An Ostern auf dem Weg. Da sind nicht nur die Frauen, die morgens zu Jesu Grab kommen. Ostern kann nicht nur auf eine einzige Weise werden, sondern Ostererlebnisse, Erfahrungen mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, sind individuell und persönlich. Das zeigt uns die Bibel. Da sind auch Jesu Jünger. Zwei, die zwar die unglaubliche Geschichte der Frauen hören, aber doch nicht so recht glauben können. Innerlich fühlen sie sich dunkel. Alle Hoffnung scheint zerbrochen. Und sie gehen den Weg nach Emmaus. Die Wege scheinen verworren. Sie scheinen keinen Sinn mehr zu geben. Fast scheinen die beiden Jünger wegzulaufen. Doch dann kommt einer dazu. Einer, der mit ihnen geht. Einer, der mit ihnen über die Ereignisse der letzten Tage spricht. Wer es ist, das wissen die Jünger nicht. Aber seine Gesellschaft, die tut ihnen gut. Und so fragen sie ihm am Abend, bleibe bei uns, denn es ist Abend und der Tag hat sich geneiget. Und er bleibt. Und dann bricht er das Brot für sie und sie erkennen ihn. Jesus Christus bei ihnen. Da wird Ostern für sie. Ostern bedeutet für mich, dass Jesus Christus weiter und immer noch bei uns ist. Manchmal, da erscheint er uns vielleicht fern. Und dann gibt es vielleicht wieder Momente, in denen wir ganz deutlich spüren, ich bin nicht allein. Jesus Christus ist bei uns. Ich erinnere mich an eine Beerdigung im letzten Jahr. Wir ließen die Urne herunter. Und in diesem Moment hörten wir Vogelgezwitscher. Ein Blick zum Himmel ließ uns einen Schwarm von Kranichen erkennen. Ich spürte Freiheit. Der Himmel erschien plötzlich ganz weit und ich fühlte mich mit dem Himmel verbunden. Da spürte ich, alle meine Wege sind nicht auf diese Welt beschränkt, sondern da ist einer,
der immer wieder neue Wege, neues Leben, Neuanfänge für mich bereithält. Einer, der sogar stärker ist als der Tod. Jesus Christus. Das ist Ostern. Dunkelheit und Licht, Karfreitag und Ostern, Tod und Auferstehung, Trauer und Freude. Eine große Spannung, die die Jünger Jesu da aushalten. Und wir mit ihnen. Diese Spanne zwischen Unsicherheit und Sicherheit, Sehen und Nichtsehen, Erkennen und Nichterkennen, Glauben und Unglauben. Das reinste Gefühlskarussell. Mitten in dieses Durcheinander der Gefühle, mitten in dieses Auf und Ab, tritt Jesus als überraschender Besuch. Als wenn er es nicht aushalten könne und meine, die Jünger aus diesem Gefühlsmeer fischen zu müssen. Ostern hat Hand und Fuß. Der ungläubige Thomas und viele andere werden Zeugen. Friede sei mit euch. Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber, sagt Jesus, als er in das abgeschottete Trauerzimmer tritt. Kein Gespenst, wie sie denken. Er ist es. Sie sehen seine Hände und Füße und sie sehen wohl auch die Nägelmale. Aber oftmals ist der Zweifel doch größer. Wie hätten wir anstelle der Jünger reagiert und wie würden wir heute reagieren? Sind wir auch so benommen und können nur noch Gespenster sehen? Oder kommt in unserem Alltag dann doch ein Moment der Zuversicht und Glaubensgewissheit? Ein Ich bin es für uns. Eine Auferstehung mitten in den Gräbern, in den Quarantänen und Isolationen unseres Lebens. Der Auferstanden ist es, der Vergangenes und Zukünftiges zusammenhält und gerade im Friede sei mit euch der Gegenwart begegnet, auch wenn uns wie den Jüngern das Herz in die Hose rutscht und unser Leben weder Hand noch Fuß zu haben scheint. Doch dieses Friede sei mit euch, das verändert unsere Gegenwart. Die Auferstehung Jesu ist nicht nur ein vergangenes Ereignis, auch wenn ohne dieses geschichtliche Ereignis unsere ganze Hoffnung umsonst wäre. Ostern, das heißt für mich, Auferstehung geschieht auch heute, mitten im Leben, mitten in allem, was uns gefangen nimmt. Trauer, Leid und Mutlosigkeit, ja, auch Krankheit und Tod. Aber Ostern setzt ein neues Vorzeichen. Es wird nicht einfach alles weggewischt. Auch die Gräber unseres Lebens können nicht einfach eingeebnet werden. Das große Osteraber, das ruft uns zu. Christus ist auferstanden für uns. Wir dürfen es jetzt an Ostern wieder hören. Euch und der ganzen Welt ist in der Auferstehung Hoffnung und Leben geschenkt. Die Hoffnung auf Vollendung und Ganzsein, trotz der Wunden, die wir haben. Aufgehoben in Gottes neuer Welt, in der wir schon jetzt vollkommen aufgehoben sind und in der alles Hand und Fuß hat, weil Christus für uns auferstanden ist. Jesus lebt. Er lebt und ist den Jüngerinnen und Jüngern begegnet. Zum Beispiel dem Petrus. Simon Petrus. Einer der ganz engsten Freunde Jesu aus dem Kreis der Jünger. Hat fast alles miterlebt, was wir von Jesus in den Evangelien hören. Die Wunder, die Heilungen, die neuen Worte von der Liebe Gottes. Er war immer bei ihm. Auch als Jesus gefangen genommen wurde und wollte ihn mit dem Schwert verteidigen
wollte für Jesus kämpfen. Und dann verrät er ihn. Dreimal. Jesus? Den kenne ich nicht. Jesus? Mit dem bin ich nicht zusammen. Jesus, wer ist das? Jesus wird verurteilt, am Kreuz umgebracht, ins Grab gelegt. Stille. Totenstille. Und dann kommen die Frauen am Ostermorgen und erzählen, er lebt. Und dann kommen die Emmausjünger und erzählen, er lebt, er hat mit uns gegessen. Und dann sieht Petrus ihn auch. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Was da war bei dieser ersten Begegnung, Petrus trifft Jesus, wird leider nicht erzählt. Wir hören davon, dass Jesus 40 Tage lang immer wieder aufgetaucht ist, ist den Frauen und Männern begegnet und hat ihnen von Gottes Plan mit den Menschen erzählt. Erst Einzelnen, dann der Jüngergruppe und mit den Frauen. Danach ist er 500 Menschen auf einmal erschienen, weiß Paulus zu berichten. Und dann hören wir doch noch von einer besonderen Begegnung zwischen Petrus und Jesus. Petrus war beim Fischen und da erscheint Jesus wieder. Und wie sie am Ufer des Sees sitzen und den Fisch gemeinsam essen, da fragt Jesus den Petrus, hast du mich lieb? Ja. Dann fragt Jesus nochmal, Petrus, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt das doch. Und dann fragt Jesus ihn zum dritten Mal, hast du mich lieb? Und da wird Petrus traurig. Warum fragt er mich dreimal das Gleiche? Vielleicht erinnert er sich an die anderen dreimal, wo er gesagt hat, Jesus, den kenne ich nicht. Jesus heilt den Verrat. Er vergibt Petrus. Und dann wird Petrus Missionar, erzählt anderen Menschen von Jesus, von der Liebe Gottes. So ist Ostern bis heute. Der Auferstandene begegnet uns. In unserer Traurigkeit, wie die Frauen am Grab, in unserer Enttäuschung, wie die Emmausjünger, in unserem Gott kenne ich nicht, wie Petrus. Das finde ich wichtig. Ostern ist nicht nur eine alte Geschichte für ein nettes, langes Wochenende, sondern der, der den Tod besiegt hat, begegnet dir und fragt, hast du mich lieb? Oder er sagt zu dir, hey, ich hab dich lieb. Frohe Ostern. Lass uns beten und Fürbitte halten. Jesus, heute bist du hier bei uns, verwandelt und wie im Traum, leibhaftig, zum Greifen nah. Du warst tot und bist wieder lebendig geworden, warst begraben und bist auferstanden. Du bist zu uns zurückgekommen, weil du hier noch nicht fertig bist, weil du niemanden sich selbst überlässt. Wir bitten dich, verwandle auch uns und diese Welt. Lass Steine von Herzen fallen, dass sie leicht werden und weich für die Menschen, die an den Grenzen Europas auf unseren Schutz und unsere Hilfe angewiesen sind. Für die vielen Menschen auf der Flucht, die ganz ungeschützt sind vor diesem Virus. Für alle, die ihnen auf dem Meer und auf dem Festland Hilfe und Unterstützung sind. Erbarme dich. Schick deine Engel zu denen, die einsam sind.
Engel, die fragen, warum weinst du? Die bleiben, bis alle Tränen geweint sind, und zuhören, bis alle Herzen ausgeschüttet sind. Schick deine Engel, dass wir wissen, wir sind nicht allein. Erbarme dich. Lass deine Engel bei den Kranken wachen, in den Kliniken, Heimen und zu Hause. Ein Engel am Kopfende für jeden und einen am Fußende. Lass sie wachen bei denen, die sich kümmern und sorgen, bei den Ärzten und Ärztinnen, beim Pflegepersonal und bei den Familien. Bei allen, die uns gerade jeden Tag versorgen, an den Kassen und auf Rädern. Und lass sie auch bei uns wachen, dass wir durchhalten, auf Abstand bleiben, unterstützen, zu Hause bleiben. Erbarme dich. Jesus, du bist auferstanden und versprichst uns, was uns bedrückt und schmerzt, was uns sorgt und ängstigt, wird verwandelt werden. Wir bitten dich, verwandle, was unser Herz schwer macht. Und gemeinsam lasst uns zu Gott beten mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.